Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Tech World 2. So, wir sind immer noch im Nether und so gut wie gearscht, denn da oben war... Oder da vorne schon. Wartet ein Gas, dann wir müssen irgendwie entkommen. Und mir kommt da eine richtig gute Idee. Vergesst es, die Idee war kacke. Vektor, Vektor. Oh. Boah, sind wir dem nochmal entronnen. Alter. Was war denn das für eine bescheuerte Idee von mir? Ja, das reicht locker bis da hinten. Da sind wir dem Gas wieder mal entkommen. Aber er wird uns wiederfinden. Das ist das Traurige. Und hier ist bei mir noch gar nichts aufgebaut. Da sollten wir eigentlich von hier da drüben hinkommen. Da haben wir auch schon wieder was erteilt. So. So, ich bin gerade schon wieder ein bisschen stiller. Aber momentan sind wir ein bisschen sicherer. Okay. Alter, wie viele Scheißgas sind denn hier? Ui. Dann aber hier ist eine Höhle. Ich fände es ja geil, wenn irgendwie nochmal so ein... der Netz dann nochmal ein bisschen überarbeitet werden würde. Momentan ist dann... außer den Gas und den Blazes... nicht wirklich gefährlich. Okay, hier ist halt zu viel Lava, aber wow. Wenn dich blöd, nicht blöd anstellt, so wie ich momentan, dann ist er echt nicht gefährlich. 13 jetzt schon, okay. Boah, das schreit doch schon so dann. Na, was ist hier? Da unten ist auch irgendwas, und zwar Kobalt. Und da ist nichts. Aber diese Treppe da, ja, ihr wisst, was ich meine. Die schreit doch schon perfekt danach, einmal runter zu gleiten. Da werden wir jetzt rüber gleiten, noch einmal vollmampfen. Da sehe ich auch schon Art Eid da drüben. Und go! Ja, Nether Quarz. So viel. Ey, da ist auch Leute. Ich meine, natürlich, das habe ich schon gesehen, ne? Ich stelle mich dann wieder hier was drauf. Da war schon der nächste. Und ich glaube, das sollte jetzt auch bald reichen für eine Waffe. Ui, ui, ui. Alter, nicht schon wieder ein Gas. Alter. Die suchen ja auch immer die besten Landeplätze aus. Ammoniumchloride lasse ich jetzt mal hier. Ich mich gerade wieder erschrocken. Ich dachte, jetzt wäre es viel gewesen. Na, jetzt klingelt er noch bei mir.
Ich hätte eben irgendwie die Tür zu machen sollen. Leck. Okay, muss ich mir Sorgen machen? Gut. Hier ist noch A3. Das gefällt dem Papadosch. Okay, ich muss mal ganz kurz bei mir die Tür zu machen. Und wenn mal ganz kurz dann die Aufnahme unterbrochen. Bis gleich. Okay, die 2 Sekunden hätte ich dann doch die Aufnahme anlassen können. Wo war der Ausgang? Hier. Nur 2 Kobalt. Also, Kobalt könnt ihr über Pulverweiser und Masturbator verdoppeln, aber ihr könnt es auch einfach direkt in die Smeltery schmeißen, in die Schmiede. Da wird das Ganze dann auch nochmal verdoppelt. Och nein, ich... Ich will so viel mitnehmen, wie es geht. Alter. Wenn ich eigentlich das Wahnsinn ist, jetzt einfach noch stehen zu bleiben und zu fahren. Scheiße! Nein! Das war's. Ich werde sowas machen. Nein! Boah, ihr wisst gar nicht, wie mich das jetzt gerade ärgert. Verdammt! Mist! Haben auf jeden Fall was zusammenbekommen. Scheiße. Boah, wie mich das jetzt aufregt, das ist so unglaublich. Oh meine Güte, bin ich ein Vollhorst. Ja, okay. Dann machen wir uns jetzt einfach mal die Spitzhacke. Ich frag mal jetzt nicht, wieso der Oakwood drin ist. Lava ist da noch drin. Wir brauchen für die Spitzhacke... Toolwater und Pickaxe Cast. Also ich würde die wirklich so 90% aus Nee, das. Da kommen jetzt wieder meine mathematischen Rechenkünste zum Vorschein, das ist unglaublich. Ist hier nochmal irgendwas? Oh, hier ist noch was. Ah, ich hab den Grafter nicht dabei. Dann gehen wir den nochmal holen. So, beim Grafter gehen wir rüber. Schauen wir mal, was wir rausbekommen. Und dann kommt Beach Zapping. Komm, dann knack mal den mal hier hin. Haben sogar bei uns dabei. Und schauen wir mal, was sich dann hier so noch verbreitet. Komm, das restliche kann man hier so ein bisschen noch rein verfeuern. Ist da noch ein Lemon Sapling? Okay. Ja, das mit den Lemon Saplings habe ich ja schon mal erklärt, aber verstehe ich immer noch nicht. Aber okay. Wenn sie das nicht wollen, dann wollen sie das nicht. Scheißteile. Gut, wir machen uns jetzt auf jeden Fall noch die Spitzhacke fertig. Wie viel haben wir? 18 Ingots, meine Fresse. Da können wir eigentlich auch schon direkt noch eine Schaufel draus machen. Das und das brauchen wir.
Gut. Dann machen wir uns die Werkzeuge. Toolstation. Wir brauchen den Kobalt Pickaxe Head, Kobalt Toolrod und ja, den Shovel Head natürlich. Das Binding. So, Mining Speed 11.400 Durability. Der verpassen wir dann auf jeden Fall noch einen Namen, die Dosh Axe. Und jetzt kommt der ultimative Kracher der meiner Kreativität. 2.0. Aber ich weiß irgendwie. Nö. Lass mal auf jeden Fall. Und dann machen wir noch eine Schaufel. Und die nehmen wir dann nicht Dosh Axe 2.0. Die nehmen wir ganz kreativ hier statt Shovel. Ja komm, machen wir noch ein bisschen Dosh Shovel. Ja, jetzt haben wir endlich mal schon mal so ein bisschen besseres Werkzeug. Und haben sogar noch 14,5 über. So, jetzt will ich mir auf jeden Fall noch weiß, was ich mache. Ich schließe mir einfach jetzt nochmal von den Toolbindings ein. Damit hat er gerade Anzahl ist und wieso mache ich dafür keine Tool Rod? Die wird häufiger gebraucht. Na gut. Hier macht man uns jetzt nämlich kein Toolbinding. Noch ein Cutlass machen wir uns jetzt. Aber nicht aus Kobalt. Sondern wir schmeißen da jetzt noch das Ardeit rein. Währenddessen Netherquarz und Kobalt und Adit können wir eigentlich da mal hier lassen. Ja, das ist auch sehr schön. Braucht noch ein bisschen länger. Ich mache das auf jeden Fall jetzt noch fertig, weil ich will endlich mal eine Waffe wieder in der Hand haben. Ich fühle mich so nackt ohne eine Waffe. Und ich will mal kurz hier Mining Speed testen. Also, das ist doch schon mal geil. Und jetzt die Pickaxe. Alter. Was willst du mehr, ganz ehrlich? Obwohl wir die eigentlich auch nochmal ein bisschen verbessern könnten. Ist eigentlich dieses eine Rezept hier auch drin für den Mossstone? Ja. Nein. Dann machen wir das eben später, weil ich will die auf jeden Fall reparierbar machen. Ja, dass sie sich reparieren. Und wir haben Menulin, das wollte ich haben. Menulin Cast. Herr Fulgard. Das brauchen wir. Und den Toolrod Cast. Dann machen wir uns nämlich jetzt noch schnell das Werkzeug fertig. Und dann haben wir jetzt auch schon gleich ein richtig awesomes Schwert. Dann nehmen wir folgt 1. Wichtig jetzt nur, dass die Schwertlinge da oben hinkommt, den Tool wird da unten und der Fullguard in die Mitte und wir haben einen Cutlass 8 Attack Damage. Prepare to fight. Was ist das Besondere am Cutlass, also der Säbel? Der hat eine Prozentchance zu critten. Jetzt will ich mal ganz kurz dieses Achievement anschauen, weil ich das noch nicht so wirklich kenne. Create your first weapon, craft your first second. Flame up. Haben wir aber fast alle fertig. Was ich aber vorher noch machen möchte, ich werde mir dann Nether Quarz einmal zu Blöcken craften. Und dann hier werde ich ganz einfach eine Toolstation dazu machen. Und dann kommt auch noch Quarz drauf, das heißt mehr Attack Damage.
Und das wollen wir auf jeden Fall haben. Do, 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 do. Also da kommt schon einiges zusammen. Da benutzen wir jetzt mal ganz die ganzen Modifier für. Ich werde das Schwert aber später noch elektrisch ladbar machen. Oh. 18 Attack Damage. Alter Finne. Also jetzt haben wir doch mal hier eine Waffe. Die eine Schmanne-schwürdig ist. LOL. 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 Das wusste ich auch noch nicht. Ah, mein Apple auch. Hat man auch noch über? Jawohl. Da muss ich mir nochmal was einfallen lassen. Aber ich würde sagen, da jetzt gleich da jetzt Nacht ist, warten wir mal, bis die ersten Mobs kommen. Ich wollte mich nochmal voll und dann würde ich sagen, hauen wir fett mal auf die Phrase mit unserer neuen Kutler. Kommt her, ihr kleinen Mistviecher. Ihr wollt Erlösung haben, die könnt ihr bekommen. Na, na, na. Ach, und jetzt spawnt hier noch nichts, oder wie? Ja, bitte, wie, ich weiß. Da haben wir doch schon den ersten Kandidaten. Komm zum Epic Battle. Alter. Alter, what the fuck? Also wenn ich kritte, dann sind die One-Hit. Wie nice ist das denn? Win One hatte ich sogar so schon. Alter, das ist dann mal eine nette Waffe. Und die bekommen wir sogar noch höher. Wir müssen einfach noch ein paar Modifier drauf knüppeln, aber das machen wir dann nicht mehr heute, das machen wir in irgendeiner anderen Folge. Auch nicht in der nächsten, weil da würde ich mal gerne mal so was weitermachen. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Wenn euch diese Folge gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Wenn nicht, Anmerkung, Kritik, alles in die Kommentare. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt. Ja, erstmal. Na, da. Let's play Tech Worlds My mit mir, eurem Dorsch mit dem Säbel des Todes. Ja, der Tod wünscht, dass ich mich schon selbst den Kopf abschlage damit. Auf jeden Fall würde ich sagen, tschüss.